Die deutsche Regierung ist geplatzt und mit ihr wichtige Pläne zur Kryptoregulierung. Was bedeutet das für die Zukunft von Bitcoin, Ethereum und Co. in Deutschland? Und sollten sich Anleger jetzt Sorgen machen? Wir klären das für euch. Bleibt dran! Falls euch solche Kryptonachrichten interessieren und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Was ist passiert? Nach monatelangen Spannungen ist die Ampelkoalition aus SPD, Grün und FDP zerbrochen. Bundeskanzler Olaf Scholz entließ Finanzminister Christian Lindner, was zu Neuwahlen spätestens im März führen dürfte. Doch was heißt das Ganze nun für Krypto? Nun, das Ampel-Aus ist nicht ganz unerheblich für den Kryptostandort Deutschland. Denn durch den Koalitionsbruch hat die Bundesregierung ihre Mehrheiten im Parlament verloren und kann keine neuen Gesetze verabschieden. Aus Kryptosicht ist das schlecht. Denn eigentlich muss Deutschland dafür sorgen, dass die EU-Kryptoverordnung MiCA auf Bundesebene umgesetzt wird. Das hatte man auch eine ganze Zeit lang verfolgt mit dem Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz, kurz FinMaDIG. Doch nach dem Koalitionsbruch ist unklar, ob das FinMaDIG überhaupt noch verabschiedet wird. Entsprechend groß ist der Unmut, vor allem bei der FDP, die das Gesetz gerne früher verabschiedet hätte. Die Schuldigen stehen für die Liberalen fest. So sagt Volker Redder von der FDP, das Scheitern von FinMaDIG steht symbolisch für die fehlende Bereitschaft von SPD und Grünen, die Realitäten in Deutschland anzuerkennen. Frank Schäffler, ebenfalls von der FDP, sagt, nach der Entlassung von Christian Lindner als Finanzminister ist es nun unwahrscheinlich, dass das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz unter Kanzler Scholz eine Mehrheit bekommen wird. Es gibt zwei mögliche Szenarien für das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz. Szenario 1. Der Gesetzentwurf wird noch verabschiedet, wenn CDU und CSU zustimmen. Die Union hatte bereits signalisiert, dass sie lieber schnellere Neuwahlen bevorzugen würde. So sagt Johannes Steininger von der CDU, als CDU-CSU haben wir mit der Fraktionssitzung vom Donnerstagmorgen gefordert, dass Bundeskanzler Scholz jetzt den Weg frei macht für Neuwahlen und die Vertrauensfrage nicht erst im Januar stellt. Szenario 2. Geht das FinMaDIG nicht durch das Parlament, müsste der gesamte Gesetzgebungsprozess neu gestartet werden, was die Umsetzung von MiCA auf unbestimmte Zeit verzögern könnte. Das hätte Folgen für Deutschland, meint Robin Ahrens von der Bernstein Group. Die Verzögerungen würden alle Umsetzungsfristen der Europäischen Union reißen und könnten zu einem Vertragsverletzungsverfahren führen. Im schlimmsten Fall könnte Deutschland dann wegen der Nichtumsetzung der EU-Regeln empfindliche Strafzahlungen drohen. Dass es aber soweit kommt, hält Ahrens für unwahrscheinlich. Der Bruch der Ampel als Begründung für die Nichtumsetzung der MiCA dürfte der EU-Kommission als Erklärung reichen. Rechtliche Konsequenzen aus Brüssel drohen also erstmal nicht. Aber was bedeutet das alles für Unternehmen und Anleger? Antworten auf diese Fragen liefert das Finanzministerium selbst. In einem internen Dokument schätzt das BMF, dass Deutschland vom jetzigen europäischen Vorbild in der Kryptoaufsicht quasi auf null zurückfallen könnte. Ohne das FinMaDIG könnten Unternehmen beispielsweise gar keine Lizenz in Deutschland beantragen. Auch kann die deutsche Finanzaufsicht BaFin keine Regeln durchsetzen. Das wäre ein herber Rückschlag für den Verbraucher- und Anlegerschutz in Deutschland. Immerhin einen Lichtblick scheint es zu geben. Der neue Finanzminister Jörg Cookies gilt als erfahren und kryptoaffin. Experten wie Rechtsanwalt Hagen Weiß sehen daher Hoffnung, dass das FinMaDIG-Gesetz vielleicht doch noch bis Ende des Jahres verabschiedet wird. Zusammengefasst: Die politische Situation in Deutschland hat die Kryptoregulierung vorerst gestoppt. Zwar gibt es noch Hoffnung, dass das FinMaDIG doch noch irgendwie durchgehen könnte, wahrscheinlicher sind aber Neuwahlen, was bedeutet, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis die Regeln der MiCA tatsächlich nach Deutschland kommen. Was sagt ihr zum Ampel aus? Glaubt ihr, dass das Ganze negative Folgen für den deutschen Kryptostandort haben würde? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Für weitere spannende News schaut auch gerne bei uns auf der Webseite vorbei. Dort posten wir jeden Tag aktuelle Kryptonachrichten.